Hey Leute, da diese Woche Ostern ist, dachte ich, mache ich mal ein Video über die besten Easter Eggs in Star Wars. Falls ihr es nicht wisst, sind Easter Eggs kleine versteckte Dinge oder Anspielungen in Filmen und Serien, die auf eine andere Serie, einen anderen Film oder etwas anderes Bekanntes anspielen. Da sie meist nicht sehr einfach zu entdecken sind und man sie im Film erst suchen muss, so wie man auch Ostereier suchen muss, werden diese Anspielungen Easter Eggs genannt. Und Star Wars ist keine Ausnahme, was Easter Eggs angeht. Fast jeder Star Wars Film ist mit vielen verschiedenen Easter Eggs gefüllt und jetzt werde ich euch meine 5 Favoriten von diesen vorstellen. Auf Platz 5 befindet sich E.T. der Außerirdische. George Lucas, der Schaffer von Star Wars, und Steven Spielberg, der Regisseur vom Film E.T. der Außerirdische, sind gute Freunde. Da konnte es George Lucas sich nicht nehmen lassen, E.T. mit in einen neuen Star Wars Film zu nehmen, als er Episode 1 drehte. So sind in Episode 1 im Senat 3 Außerirdische zu sehen, die der gleichen Spezies angehören wie E.T. Platz 4 belegt ein Easter Egg, was für uns Deutsche nur schwer zu erkennen ist. In Episode 7 betritt ein Sturmtruppler der ersten Ordnung den Raum, in der Rey gefangen gehalten und verhört wird. Rey versucht diesen Sturmtruppler mit einem Gedankentrick davon zu überzeugen, sie freizulassen, scheitert jedoch dabei. Was wir in dieser Szene jedoch nicht sehen, ist, dass dieser Sturmtruppler von Daniel Craig gespielt wird, keinem anderen als dem Schauspieler von James Bond selbst. In Episode 8 hätten wir übrigens fast ein ähnliches Easter Egg sehen können, mit einer Szene, in der Tom Hardy, der Schauspieler Banes aus Batman The Dark Knight Rises, in einer Sturmtruppenrüstung den verkleideten Finn wiedererkennt. Diese Szene wurde jedoch vor Veröffentlichung des Filmes wieder aus dem Film rausgenommen. Um bei Episode 8 zu bleiben, belegt Platz 3 ein weiteres Cameo in Episode 8. In der Casino-Szene war nämlich für kurze Zeit Gary Fisher zu sehen. Ihr wisst nicht, wer Gary Fisher ist? Das ist der Hund, der dieses kleine Alien hier spielt. Warum erwähne ich das? Weil Gary Fisher der Hund Carrie Fishers, der Schauspielerin Leias, war. Platz 2 belegt hingegen eine Anspielung auf Star Wars selbst. In der Special Edition der Originaltrilogie ist nämlich dieses Raumschiff hier zu sehen. Das ist so besonders, da dieses Raumschiff die Outrider ist. Das persönliche Schiff Dash Renders, den man aus dem Multimedienprojekt Shadows of the Empire kennt, welches 1996 das erste Mal erschien. Auf den ersten Platz hat es Baron Papanoida geschafft, der das erste Mal in Episode 3 auftauchte. Das Besondere an ihm ist, dass er von George Lucas gespielt wird, der Star Wars überhaupt erst erfunden hat. Da George Lucas relativ kamerascheu ist und normalerweise nie Cameos in seinen Filmen übernimmt, ist dies ein besonderer Auftritt. Das waren auch schon meine 5 Favoriten von Easter Eggs in Star Wars. Kennt ihr noch weitere Easter Eggs? Welche davon gefallen euch am besten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und auf die Glocke klickt, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte. Da habe ich euch ein Video über diese beiden Berater Kanzler Palpatines und ein Video über Coruscant nach Episode 6 dagelassen. Und vergesst nicht auch mal auf meiner Patreon-Seite vorbeizuschauen. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.